Ja, willkommen zurück bei Minecraft Town Wars. Ich wollte schon wieder GTA sagen, aber warum will ich immer GTA sagen? Das ist irgendwie falsch. Okay, wir spielen GTA. Ram, pam, 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 pam. Ja, gut, ich habe keine Ahnung. Oder es ist halt sehr dunkel, deswegen sehe ich nur sehr wenig. Du hast es nicht drauf, du hast es Och, nicht drauf. Halt's Maul. Geil, wir sind gerade vor meiner Haustür zwei Creeper gespawnt. Das ist natürlich scheiße. Also bei euch, ja, bei euch ist auch das Problem, ihr habt eine ziemlich gerade Fläche da, ne? Das spawnen die eh schon mal ein wenig schneller. Alter, gehen die Hühner mir auf die Nüsse. Ich gehe nochmal eben, Hühner töten. Schlachten. Also sie haben doch Familie. Alles, was nicht bis 3 zählen kann, stirbt. Kannst du bis 3 zählen? 1, 2, 3. 3, 4, nein, kannst du nicht. Kannst du bis 3 zählen? 3, 1, 1 nein. 5. 24. Kannst du? Nein, auch nicht. Nein, okay. Nein, Sklett, ich hasse Sklett. Die treffen kannst einfach du? Immer. 30? Falsch. Auch nicht. Lol. Mit einem normalen Eisenschwert einschlagen, die sind kaputt. Hier sicher, das sind, Alter, das sind Hühner. Hühner? Also das ging früher nie so schnell, oder? Bin ich jetzt doof? Kann sie auch mit dem Holzschwert one-hitten, glaube ich. So, wie viel haben wir noch? Eins. Genau, 3 Hühner. Oder, lol, doch. Aus hier. Aber müssen wir das denn hier nicht auch noch überdachen, weil die sonst... Ja, da kommt dann das Glasdach hin. Ja, gerade hin, so, so praktisch. Ja. Ja. Okay. Dann etwas. Kann man den Zaun ja wieder so hochziehen halt. Bis hier oben. Und dann wird das ein schniekes Haus für die Schafe. Komisch, der Regen ist auf einmal weg. Tatsache. Hier hat gerade irgendjemand einen Trank benutzt. Nein, ich habe Glas zerschlagen gerade. Alter. Nee, das hört sich anders an. Das hört sich nach Trinken an. Ja, nee, es gibt auch diese Wurftränke. Und, ja, stimmt, und die hören sich... Jetzt mich, glaube ich... Ja, kann ja sein, dass irgendjemand so einen Unsichtbarkeitstrank... halt so einen Wurftrank halt genommen hat. Aber... Ich glaub, die meisten machen das als, Ja, ich meine, weil... Trinken. Ja, aber es ist effektiver, wenn man gerade eine kleine Gruppe ist, dass man dann einen Wurftrank einfach nimmt. Also dann kann man halt ja für 5 Leute sowas... Timo und Henny, lol. Ja, ja. Kleine Gruppe. Ja, nee, ich dachte, ne, ich wusste jetzt nicht, wie viele auf dem Server gerade drauf sind. Gucken, Mutte gucken. 2 Glas, mir fehlt Glas. Hast du Glas noch dabei? Ja, sicher. Ich hab alles immer dabei. Guck mich mit Glas an. Los! Oh. Boah, lecker. Boah. Mir wird schon mal dem Gedanken Klatsche. Schlecht. Du also wie hast du. Eine Klatsche. Hast du bestimmt auch noch Zaun, oder? Ja, sicher. Ich hab alles in meiner Zaubertasche. Mir. Ah ja, ich gib's dir. Oh Mann. Wir verstehen uns. Ja, sicher. So, und jetzt macht wieder den anderen Shader rein. Wenn der nicht so dunkel wäre. Also ich hoffe, das ist jetzt echt nicht so schlimm in den Videos, weil sonst muss ich immer mit dem anderen Shader spielen. Zumindest wenn es dunkel ist. Ja, hallo. Mal sehen. Habt ihr schon wieder gerade meinen Hund gehört? Ja. Halt's Maul da draußen! Ach komm, bei mir hört man immer meine Katzen. Miau!
Darum kann ich gar nicht verstehen, warum das kein gutes Let's Play ist, ey. Vor allem, wenn meine Katzen da Scheiße. mitmachen. Wieso, das sagt doch auch niemand. War letztens einer, ich weiß nicht, ob das jetzt, sie hatte mich abonniert und irgendwann schrieb der, schlechte Tonqualität, mag ja sein. Und er so, sorry, deabonniert direkt. Ich bin's lustig. Ja, also ich kann dir mal vorschlagen, ich guck mir nachher mal Camtasia an und dann zeige ich dir mal, Fantasia. und dann kann ich dir mal zeigen. Nein, du fucking Creeper, du kleiner mieser Bastard! Verreck in der Hölle! Wäre bei mir, ich wollte schon springen. Du Nein, weißt, warum setze ich denn jetzt noch ein? bist du behindert? Ich glaube, es wäre produktiver, wenn du so ein Zweier-Tor wieder machen würdest. Wieso? Wir locken die jetzt da rein und dann kommen die halt auch nicht raus, wenn Halt's wir da. Maul! Halt die Fresse jetzt, ey, und geh arbeiten. Meine Such Fresse. dir einen Job. Genau. Kleiner Hartz-IV-Empfänger. Ja, bin Hier ich fehlt auch. Zaun. Hast du Weizen da, Ich hab um Zaun. die zu locken? Nein. Ich brauche Holz. Ja. Nein! Naja. Oh, ich bin wieder tot. Oh, Warum denn diesmal? Warst du Schwerkraft. nicht gerade in der Höhle? Ja, ich hatte die ganze Zeit kein, also ich bin jetzt nach Hause gekommen, Ja. ne, hatte die ganze Zeit kein Essen, dann bin ich halt bis auf ein halbes Herz verhungert. Dann, da gibt's immer so ein, ich mach mir gerade einen Keller und ich habe da noch keine Treppe. Und das hat halt für ein halbes Herz gereicht, dass ich, toll, ich hatte 10 Level und jetzt habe ich 5. Ja, ich hatte gestern aber auch 22 und dann wurde ich getötet. Von wem? So. Nein! Von wem denn? von wem? Genau, von wem war das nochmal? Ah, warte, gut, das ist eine gute Frage, wer das war. Ach, genau, das war von Henrik. Hier von Hennylol. Sogar eigentlich, Scheiße. was eigentlich gar nicht, was er gar nicht durfte, weil ich nämlich in im Haus war, also im Pferdestall, aber das zählt ja sozusagen mit zu unserem Haus. Aber da gab es ja noch keine Strafe, weil wir haben auch jetzt noch ein neues Strafsystem, weil ja noch ein bisschen mehr passiert ist. Also vielleicht habt ihr es ja schon gemerkt. Ich muss mich einmal ganz kurz strecken. So. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, aber wir sind auf jeden Fall jetzt einer weniger in der YouTuber-Stadt. Weil nämlich René aus dem Projekt gegangen ist. Da gab es gestern so einen Vorfall, da hat es dann erstmal heftige Konsequenzen gegeben für ihn. Aber auch noch dann bald noch für Max. Aua, aua, Also auf jeden Fall haben sie halt mehrfach gegen die Regel verstoßen. Und gerade von René, der eben mit in der Projektleitung war, ja. Das ist einfach unverantwortlich. Und ja, dann meinte er auch, ja, ihm macht das irgendwie keinen Spaß, weil einer wirklich immer nur campt. Und ja, weiß nicht, also ist aber auch eigentlich egal. Auf jeden Fall, ja, wir suchen jetzt irgendwann nochmal einen neuen. Vielleicht haben wir auch jetzt schon einen, wenn ihr das hier seht. Aber naja, mal sehen. was ist von Revi und Rotpilz? Was? Nein, René. Nein. Was ist von Revi und Rotpilz geklaut? Was? Weiß ich nicht, hat Die der hatten geschrieben. leider die. Ach, die Scheuche? Was? Die Seuche heißt das. Solche. Oh lol. Ja. Solche, so. Es kann nicht mein Plan, ein KFC zu öffnen, wegwerfen. Als würden die nicht auch mal Sachen nachbauen.
Was? Was will denn von mir? Was soll ich denn wiedergeben? Oh, es ist ziemlich dunkel hier drin. Was soll ich dir denn wiedergeben? Lol. Da und da. Danke. Wasser, 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 Wasser. Wieso kommen die nicht? Sind die doof? Hallo. Oh. Oh, nein. Jetzt. Oh. Komm doch noch, du Honk. Oh, ich brauche hier so ein Wasser. Ach, da hinten. Wir haben ja hier auch nur den kleinen See. Lecker Ofenkartoffel. Komm rein da. Das eine fehlt noch, das dumme Vieh. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Hey, fick dich! Warum schmeißt du hier Hühner rein? Also der eine darf wieder raus, nur mal so, ja toll. Bist du ein Kackbuhn, ey. Mach mal ein Tor! Leck mich! Mach das selber. Nein, nicht hier und jetzt. Später. Harre. Mach doch mal! Och ja, ich bin dabei. Schieb den mal. Mann! Ja, warte, ich mach gerade ein Tor. Meine Fresse, ey. Immer diese Weiber. Komm, jetzt beweg dein Arsch da rein. Wieso zwei? Ja, weil man da durchkommen muss. Du kannst auch nur ein Tor machen. Nee, dann kann man da nicht mal durch, du Kackbuhn. Hier, ich hab einen Wassereimer da, du Vogel. Wie denn sicher kann man da durch, wenn du nur ein Tor machst unten? Was? Wie willst du denn da... Wie willst du denn da durch, wenn du dann da einen Zaun hinmachst? Nimm das Tor mal. Alter, wieso willst du denn jetzt deinen Zaun hinmachen? Wolltest du das da so offen lassen? Warum nicht? Weil die da durchschießen dürfen? Oh, dann mach es doch zu. Ich schalte mein Wassereimer wieder so. Bist du ein Kackbuhn, Alter? Also Mann, du Vogel, warum? Nix mehr, du musst zu Mama und Papa. Los. Oh. Doof. So. Erde habe ich auch noch mit dabei, sehr gut. Oh, was ist das für ein Kackschaf? Von Manuel hier abgeguckt, du Vogel. Ja, genau. Immer alles auf mich schieben, ne? Ja. Komm, du hast dein Hirn auch im Arsch kleben, oder? Nee, eigentlich nicht. Mann, du blödes Vieh! So, jetzt geht doch. So, jetzt haben wir hier. Nein! Warte, Muckstudent, warte, ich schieb's wieder rein. Nein! 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 Du Kackvieh! Halt, stopp! Geh zurück! Los, geh zurück! Warte, ich lock das andere nach hier. Schieb rein, schieb, 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 schieb. Ja? Guck mal, ich bin professioneller Schafschubser. Hast du meine Kuh umgeschubst? in echt? Wirklich? In echt noch nicht, nein. Geht wirklich. Die fallen einfach um. Ja. Ah, er will wieder raus!
Haha! Ich glaube, es wäre gut, wenn man hier noch irgendwo eine Fackel anbringt. Wir müssen in die Laternen hier fortführen, ne? So. Ja. Das sowieso. Was ist denn da jetzt los, Alter? Auf einmal sind meine Frames im Arsch. Fast. Haha. Ja, nee, nur kurz, nur kurz. Ich habe ja nicht so einen inkompetenten Rechner wie du, ne? Wenigstens etwas inkompetent sein. Ich flute jetzt einfach mal hier das Ding, den Eingang von Quotencraft. Oh, bist du fies. Griefing! Griefing! Ist er überhaupt zu Hause? Weiß es nicht. Hallo? Würde mich nicht wundern, wenn er irgendwie Farm ist oder so. Ne, ist er doch, ne, das bist du. Der hat sich hier auch schon wieder so ein einzelnes Ding angelegt. So eine einzelne Farm. Uns nichts zu tun haben. Ja, mit dir vor allem nicht. Das kann ich ja auch gut verstehen. So, ja. Und haben. Ey, also leck mich doch am Arsch. Hast du dich. Nee, nicht bei den Schokoladenpreisen. Oh Gott, diese Schokoladenpreise sind aber wieder gestiegen. Mensch, Mensch, Mensch. Was, das ist ja fast wertvoller als Gold. Braunes Gold, ne? Hast du die Ja, Schafe schon genau. gepaart? Nein. Ja, dann mach mal. Ich hab Kopfschmerzen. Los, schnell, schnell, schnell. Oh, wir haben bis 3 Uhr gezockt und dann hast du Kopfschmerzen. Stell dich Ja, mal nicht so voll an. Müdigkeit. Ja, stell dich mal nicht so an. Ist überleg mal, wann du wach warst und wann ich schon wieder wach war. Ja, ich war um 11:30 oder sowas wach. Ich war schon zweimal wach. Ey. Ach ja. So, da wir jetzt gleich wieder die Folge vorbei haben, rum haben, sage ich noch mal ganz kurz, was wir gleich offline bauen werden. Wir wollen hier gleich noch mal so einen kleinen Marktplatz bauen. Also wir werden halt einmal um den Brunnen herum überall Kies setzen, aber mehr dann wohl auch nichts Großartiges. Ja, und dann in dieser Woche auch hoffentlich dann noch der erste Arena-Kampf. Das werde ich dann wieder so machen, dann werde ich halt mit Facecam wieder aufnehmen, wie auch schon bei Hextown. Und dann werde ich immer 2 Leute auslosen und dann halt in die Kamera zeigen. Ja, so machen wir das. Oh Dann vielen Dank nein. fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Haut rein! Tschüss.